Wenn ich eine Immobilie habe, die ich jetzt mit Gewinn verkaufen könnte ohne Sanierung oder halt übelst die Wertschöpfung und Aufwand reinstecken könnte, um die dann halt noch teurer zu verkaufen, wo natürlich noch mehr Gewinn drin wäre. Was ist so der goldene Schlüssel für den finanziellen Erfolg? Schnell durchhandeln oder sanieren, maximale Wertschöpfung und eine maximale Marge rausfahren mit natürlich deutlich mehr Zeitaufwand? Also das ist natürlich immer im Einzelfall zu entscheiden, weil das eine Abwägung ist aus Investitionsvolumen und auch zeitlichen Entwicklungen. Ja, wenn du jetzt quasi sagst, okay, du hast jetzt hier einen Deal, Beispiele sind immer meine Grundstücke, wo ich mich im Endeffekt immer entscheiden muss aufs Neue, mache ich eine Projektentwicklung light, also eine Baurechtschaffung, Aufteilung, Verkauf mit einer Werkvertragsvermittlung, oder baue ich selber und verkaufe das fertige Produkt. Jetzt ist es natürlich so, wenn du was Haptisches, was Vorhandenes verkaufst, kriegst du zwangsläufig mehr, weil du halt auch mehr Menschen erreichst, ja, die sich vielleicht ein bisschen weniger vorstellen können oder die halt etwas Angst haben auf dem Weg dahin, dass irgendwie noch ein Risiko besteht in Form von Baurisiken oder Ähnlichem mit der Baufirma, mit dem Generalunternehmer. Und dann ist halt immer da muss man immer abwägen. Warum? Wenn ich das Grundstück im Endeffekt einfach so verkaufe, mit Baurecht beispielsweise oder mit einem projektierten Haus, was ich nicht selber baue, habe ich meistens ungefähr nur die Hälfte des Investitionsvolumens. Wenn du jetzt ein Grundstück hast, was 600.000 Euro kostet im Einkauf und mit allem drum und dran und du zwei Einfamilienhäuser drauf bauen kannst und ein Einfamilienhaus kostet irgendwie, keine Ahnung, 350.000 Euro im Einkauf, dann hättest du ja die 600 plus 2x350 als Invest und hast im Endeffekt die ganze Bauphase noch on top als zeitliche Schiene. Und dann muss man halt in die Abwägung gehen, was macht mehr Sinn? Macht es mehr Sinn, dass ich vielleicht einen geringeren Gewinn realisiere, das Grundstück aber schon vor Bau abstoße, flippe, hinausflippe, und um damit im Gewinn wieder das nächste schnelle Objekt zu machen? Oder bleibe ich da drin, verdopple mein Investitionsvolumen, bekomme, oder sogar mehr als verdoppelt, bekomme in der absoluten Zahl mehr Gewinn, ja. Im Prozentualen eher nicht, ja? Weil da ist jetzt im Endeffekt so, dass der Prozentsatz jetzt nicht steigt, ja? Meistens sogar fällt, weil ja die gesamten Investitionskosten viel höher sind. Die absolute Zahl des Gewinns aber höher wird. Ja. Und da muss man einfach abwägen, wo man sich da sieht, ist auch eine Entscheidung, hat man einen guten Dealflow, ja, bekommt man mehr Subjekte, oder ist es jetzt mal eins, was man jetzt in zwei Jahren findet, wo es dann vielleicht Sinn macht, das so bis zum Ende durchzuexerzieren, wohlwissend mit den ganzen Risiken, die noch auf einen zukommen, oder hat man immer laufend Möglichkeiten, Deals zu machen, oder kann man mit den schnellen Deals einfach da sich besser in der gesamten Betrachtung positionieren. Das ist halt immer so die Grundsatzentscheidung. Okay. Allgemein ist zum Immobilienhandel zu sagen, dass das natürlich schon eine Form ist, eine Immobilienstrategie ist, die also mir und vielen anderen extrem viel Spaß macht. Aber der Handel, also auch wenn du jetzt sagst, du bist jetzt auf Oldtimer spezialisiert und handelst mit Oldtimer, macht das natürlich auch Spaß, wenn du gut einkaufen kannst und gut verkaufen kannst und die Dinge einfach drehen kannst und dadurch deine Gewinne realisierst. Also Handel macht ja grundsätzlich immer Spaß, wenn man gut einkaufen kann, ja. Und im Endeffekt schnell Gewinne realisieren kann. Es ist aber nicht für jeden, weil du natürlich da schon ein paar Voraussetzungen hast. Du musst natürlich an die Objekte kommen, du brauchst also eine tolle funktionierende Akquise. Du musst auch viel Know-how haben, Baurecht oder bei Sanierungen, Renovierungen oder Ähnliches. Also du musst dann im Endeffekt auch viel Know-how haben, auch die Ressourcen, das umzusetzen. Ja, wenn du jetzt sagst, du machst beim Grundstück Baurechtschaffung, brauchst du natürlich einen Architekten, der für dich das macht. Du brauchst, wenn du eine Wohnung renovierst oder sanierst, brauchst du natürlich ein Handwerkernetzwerk. Und wenn du im Endeffekt nur die Wohnung durchlüftest und dann wieder verkaufst, brauchst du es natürlich nicht. Aber dann brauchst du noch einen ganz entscheidenden Punkt. Du musst die Verkaufsvision für dich entwickeln können. Das heißt, es wird immer die Frage gestellt, ja, was kann ich denn da verlangen für das Objekt? Ja, diese Frage beantwortet dir ja nur der Markt. Ja, du kannst da so viel verlangen, wie du willst. Ne? Aber ja, theoretisch.
kannst du natürlich sagen, okay, jetzt überlangsam mal das. Aber am Ende wird diese Frage vom Markt beantwortet. Und die Kunst ist es, die Antwort des Marktes vorherzusagen. Mhm. Aber das ist Glaskugel. Ja, die kann man natürlich mit Fakten unterlegen. Am Ende wirst du es erst wissen, wenn du das Objekt inserierst und ein Käufer sagt, ich kaufe das. Und die Antwort des Marktes so nah wie möglich zu treffen, ist natürlich auch ein entscheidender Faktor, um den Immobilienhandel professionell und vor allen Dingen auch erfolgreich machen zu können. Weil wenn du da bei der Antwort des Marktes regelmäßig drüber liegst mit deiner Vision, dann geht deine Kalkulation nicht mehr auf. Also du musst, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, um quasi erfolgreich Immobilienhandel zu machen, diese Antwort des Marktes zu kennen im Vorfeld oder sie zumindest sehr nah zu treffen. Da gibt es auch verschiedene Hilfsmittel, da gibt es natürlich auch einen Erfahrungsschatz, den man sich aufbaut, aber das ist halt, das wären halt diese wichtigsten Punkte, um erfolgreich Immobilienhandel betreiben zu können. Mhm. Ja. Gut einkaufen, immer auch an Objekte kommen, die Struktur haben, um das dazwischen, ob es jetzt Baurechtschaffung, Sanierung etc. ist, abzuwickeln und dann auch die Antwort des Marktes bestmöglich vorherzusagen. Und dann kannst du auch valide Kaufentscheidungen treffen und ein nachhaltiges, profitables Immobilienhandel aufbauen. Ja. Rechnest du dir auch so einen Stundenlohn aus manchmal zum Beispiel? Nee, das mache ich eigentlich gar nicht. Nee. Das ist ganz nett so, als wenn man das mal so hinauswirft und sagt, ja, man kann jetzt hier 10.000 Euro Stundenlohn machen oder so, aber das rechne ich mir gar nicht aus. Nee. Nur die absoluten Zahlen müssen halt passen. Genau. Ja, gut. Also wenn man natürlich Immobilienhandel macht, dann verdient man in der Regel, also sind ja intensiv wie ich, dann verdienst du natürlich viel, viel mehr als was du brauchst. Ja. Ja. Also ich meine, du kennst mich, ich bin jetzt nicht jemand, der viel Geld braucht, ja, jedes Monat, und da verdienst du natürlich ein Vielfaches von dem. Und für mich ist es einfach, alles, was ich nicht brauche, wird wieder in neues Geschäft investiert. Und das sofort. Wird dann immer mehr. Natürlich. Das ist im Endeffekt ein positiver Schneeball, ja. Und das ist halt die Kunst an Immobilienhandel. Und die Frage, um die eingangs zu beantworten, wie intensiv mache ich den Weg dazwischen, die muss man sich immer individuell stellen, weil die Antwort pauschal gibt es nicht. Ja. Denn es kommt auch auf das Marktumfeld drauf an, auf die potenziellen Käuferkreise, die da zugegen sind. Ja. Wenn du an Endnutzer, an Eigennutzer verkaufen möchtest, zum Beispiel eine Wohnung, ist es in den meisten Fällen besser, wenn die halt schon fertig ist, weil viele Leute sich da nicht helfen können oder helfen wollen und auch nicht die Zeit haben. Mhm. Wenn du beispielsweise ein größeres Projekt im Geschossbau hast, also Mehrfamilienhaus, wo du sagst, okay, dieses Bauen ist mir einfach too much, dann kann es auch sein, dass der Exit, der Verkauf an einen Gewerblichen interessant ist, an einen Bauträger, der dir das dann Grundstück mit Baugenehmigung abkauft, das Ding hinstellt und einzeln an Menschen verkauft. Mhm. Und bei einfacher Grundstücksentwicklung, da kannst ja in den meisten Fällen, wenn du jetzt Einzelhäuser hast, realteilbare Häuser, da macht das Bauen für mich eigentlich nie Sinn, weil ich es in meinem Konzept Projektentwicklung Light, also ich verkaufe Grundstücksanteil und ich habe einen Generalunternehmer, der dem Kunden einen schlüsselfertigen Werkvertrag zur Errichtung des Hauses mit dazu gibt. Das heißt, der Kunde hat ein Gesamtprodukt, ja, ein 3D gerendertes Gesamtprodukt. Da macht es für mich nie Sinn zu bauen, diese Einzelhäuser. Mhm. Ja, wenn du jetzt aber einer bist, der sagt, naja, das Konzept kenne ich jetzt nicht, ja, kennen die wenigsten, du sagst, du wirst jetzt nur das Grundstück durchflippen, dann kann es unter Umständen auch Sinn machen, die Dinge zu bauen, ja, weil du dann natürlich auch einen gewissen Gewinn auf der Straße liegen lässt. Wenn du jetzt aber einer bist, der sagt, okay, ich kriege jetzt irgendwie zwei Grundstücke im Monat, ja, theoretisch, dann ist das schnelle Drehen unter Umständen das die bessere Variante. Weil der absolut also, dann einfach mal hängen bleibt. Richtig, also am Ende ist es eine individuelle Antwort. Ja, okay. Keine Pauschale. Also wenn der Dealflow passt, dann ist es schneller rein, raus. Dann ist, die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Schnelligkeit der richtige Weg ist. Ja. Und es ist auch eine Ressourcenfrage. Wenn du natürlich jetzt hier hinten dran fünf Firmen hast, die dir Häuser hinstellen und du einfach sagst, das läuft jetzt einfach vom Volumen, meine Begrenzung ist es auch, sag ich jetzt mal, nicht erreicht. Das heißt,
du kannst auch ein paar Projekte parallel machen, dann kann es durchaus auch Sinn machen, die durchzuziehen. Mhm. Das ist eine unternehmerische Entscheidung eines jeden Einzelnen mit seiner persönlichen Situation und den vorgenannten Punkten. Okay. Dann wisst ihr auch mal Bescheid jetzt so grob, welches vielleicht für euch der bessere Weg ist. Könnt ihr euch mal ein bisschen so eruieren jetzt und vielleicht auch mal ausprobieren. Einen macht das so, einen Deal macht das so und dann Learning by Doing. Learning by Doing. Fangt klein an, tastet euch langsam an die Thematik ran, saugt viel Wissen auf und dann minimiert ihr die Risiken. Vielen Dank fürs Anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und über ein Abo. Danke. Ciao. Ciao. Bis bald. Ciao, Max.